Ganz generell wird in der Baukultur sozusagen das Neue erschaffen. Das, was fehlt, ist, wie wir damit umgehen, was sozusagen schon tot ist oder kurz vor dem Tod. Und die Lehrstandskonferenz tut genau das. Sie richtet einen Scheinwerfer auf genau das Ende eines Lebenszyklus, das Ende eines Lebens. Und das finde ich einen sehr, sehr wertvollen, dringend benötigten Tabubruch. Ja, die Essenz, was kann so eine Lehrstandskonferenz für eine Botschaft aussenden, ist, glaube ich, die, dass es kein allgemeingültiges Rezept gibt, wie man Leerstände wieder mit Leben füllen kann, mit Zwischennutzungen, sondern dass es immer davon abhängt, dass möglichst viele Akteure und Gedanken an einen Tisch zusammenkommen und dass sie sich nicht nur von dem Gedanken leiten lassen, was alles nicht geht, denn wie es nicht funktioniert, glaube ich, weiß jeder selbst am besten, sondern dass sie einfach an das Thema rangehen, ja, frei im Kopf, was können wir daraus machen und was dann nicht geht, das zeigt sich im Prozess schon. Wahnsinnig gut gefallen, diese Konferenz wirklich in diese Stadt reinzuschrauben. Also nicht diese Stadt einfach nur als Austragungsort zu begreifen, sondern ich fand das fantastisch, dass die Politiker, die Planer, die Bürgermeisterin, dass die alle da waren und zwar nicht nur kurz zum Gastauftritt, zum Besuchen, sondern die haben mitgemacht und haben Ideen aufgesogen. Das fand ich wirklich klasse. Also es ist so richtig in diese Stadt, es ist mit der Stadt geschehen. Also die ich sehe, dass diese Stadt was davon hat. Etwas anderes als ein Konferenz Gebaren und Abläufe. Also dass die spielerischen Elemente, die aber auch Kreativität freisetzen, auch Dinge, die ich mir auch nicht so getraut hätte, weil ich nicht sehr spontan bin, aber sich davon gefangen nehmen zu lassen und auch da mitzumachen. Wir mussten auch schauen, dass die in der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren, zwischen Zivilgesellschaft, zwischen Kommunen und zwischen den Raumpionieren, die einerseits aus der Stadt kommen können, aber andererseits auch aus der Hochschule kommen können, einfach eine neue Narration des Ländlichen erzählen mussten, die nicht geprägt ist von Sorgen und Untergangsszenarien, sondern von der Zukunft und von einem ganz neuen gemeinschaftlichen Miteinander. Wirklich tolle Leute, inspirierende Ideen da waren und es ist unheimlich lebendig gewesen. Es ist gefühlt eine ganz andere Konferenz, als ich das sonst kenne. Wenn ich morgen meine Mutter treffen würde, würde ich ihr erzählen, dass ich in Luckenwalde war und es verdammt geil war, Mama.